Er will und wird sich seinen sportlichen Lebenstraum erfüllen, der Lungauer Rallye-Pilot Hermann Neubauer. Der zweifache Staatsmeister ist angemeldet für den Klassiker schlechthin, nämlich für die Rallye Monte Carlo. Am 18. Jänner soll der WM-Lauf gestartet werden. Ob es tatsächlich dazu kommt, steht noch nicht endgültig fest. Heute gab es zwar grünes Licht von Politik und Veranstaltern, aber auch in Frankreich werden die Corona-Beschränkungen fast täglich verschärft. Wie auch immer, der Salzburger ist bereit. Noch ist Hermann Neubauers motorisierter Sportskamerad mehr ein Stehzeug als ein Fahrzeug. Der 200.000 Euro Ford Fiesta Rally 2, ein 1.200 Kilo Leichtgewicht mit 300 Turbo aufgeladenen PS, wartet aber nur darauf, von der Leine gelassen zu werden. Die gesamte Rallye-Saison 2020 ist ausgefallen. Monte Carlo soll nun so etwas wie ein Neustart werden. Dass überhaupt daran zu denken ist und es weitergeht mit der Karriere des Lungauers, ist nur der Unbeugsamkeit des Umfeldes zu verdanken. Das Auto, das steht seit März 2020 quasi genau vor dem Lockdown in der Garage vom ZM Racing Team in Amstetten. Mein Teamchef, der Max Zellhofer, der Eigentümer von dem Auto und von dem ganzen Equipment ist, der hat natürlich sehr, sehr viel Geld da in Vorlauf gebracht. Und es ist nicht selbstverständlich, dass man in der Zeit sowas nicht abstoßt und einfach sagt, du weißt was, jetzt pfeife auf den ganzen, die ganze Sache, sondern er sagt, bin jetzt irgendwie durch. Auslauf für Auto und Fahrer gibt's im Moment nur auf abgesperrten Straßen im tief verschneiten Lungau. Da wird aber dafür dann so richtig Gas gegeben. Die Vorfreude auf Monte Carlo ist fast spürbar, wenn Hermann Neubauer am Lenkrad dreht. Sollte gefahren werden, es ginge tatsächlich ein Traum in Erfüllung, ein Lebenstraum. Ein Rennen wird es übrigens, Stand jetzt, geben. Zuschauer fix nicht, der Mythos bleibt aber. Ja, es ist eindeutig die größte, bekannteste und berühmteste Rallye der Welt. Allein das Ziel in Monaco oder vor dem Fürstenpalast, das ist, glaube ich, der berühmteste Punkt der Weltmeisterschaft. Ist schon ganz was Besonderes und natürlich normalerweise unter normalen Umständen extrem viel Zuschauer, brutale Emotionen und ich glaube für jeden Rallyefahrer mal ein Traum, dass er da dabei ist. Und ja, deswegen einfach irgendwann einmal habe ich gesagt, wenn ich einmal Weltmeisterschaft an Start mir erlauben kann, dann möchte ich das unbedingt in Monte Carlo machen. Der ganze Motorsport steht, wie so vieles andere auch, irgendwie auf Standby. Trainiert wird weiter, ob es aber überhaupt Renneinsätze in nennenswerter Zahl gibt bis zum Sommer, das steht in den Sternen. Da kann man dann schon auch einmal auf existenzielle Gedanken kommen. Macht das alles noch Sinn? Persönlich nagt es schon ein bisschen, wenn man immer wieder Pläne hat und immer wieder zu den Partnern geht und sagt, jetzt mache ich das und dann ist es wieder abgesagt und dann kommt man wieder und sagt, jetzt mache ich das und dann ist es auch wieder abgesagt und deswegen hoffe ich einfach, dass da wieder Normalität einkehrt, damit man da auch wieder seine innere Ruhe findet und dann sich wieder eigentlich aufs Fahren konzentrieren kann und nicht immer nur auf das, findet es statt oder findet es nicht statt. Noch gibt es keinen detaillierten und auch bestätigten Rennkalender für 2021, weder für eine österreichische Meisterschaft noch international. Hermann Neubauer konzentriert sich jetzt aber ohnehin einmal auf seine unmittelbare Zukunft und die liegt in Monte Carlo.